Wir führen jetzt Radikalerweiterungen ein. Man kann sich das so vorstellen, dass die Radikalerweiterung dadurch entsteht, dass wir zu unserem Körper Entewurzeln dazu nehmen. Also zum Beispiel zu den rationalen Zahlen eben noch die Wurzel von 2. Also schreiben wir das Ganze mal hin. Also wir haben einen Körper K und wir wollen jetzt die Körpererweiterung K tangiert A betrachten, die also dadurch entsteht, dass wir den kleinsten Körper betrachten, der K enthält und der dieses Element A hier noch dazu enthält. Und A kommt aus einem Körper L und dieser Körper L ist seinerseits eine Erweiterung von K. So, und wenn jetzt A folgende Eigenschaft hat, es existiert ein n-Element n, also eine natürliche Zahl mit a hoch n ist ein Element aus dem ursprünglichen Körper K. Also falls so ein n existiert, so dass a hoch n Element K ist, dann heißt, nein, dann heißt K tangiert A eine einfache Radikalerweiterung. Einfache eben deswegen, weil wir nur A dazu nehmen. Und Radikalerweiterung heißt es deswegen, weil wir sozusagen die Entewurzel von diesem Element A hoch N hier zu K dazu adjungieren. Und ein Beispiel wäre, wie gesagt, zum Beispiel Q und dann adjungieren wir die Wurzel von 2 und dann haben wir eben offensichtlich hier diesen Fall, dass die Wurzel 2 Quadrat, das ist ja eben 2, das ist hier in Q drin und das ist jetzt hier übersetzt von diesem allgemeinen Fall, A hoch n ist Element k. Das wäre jetzt also hier der Fall, n ist gleich 2. Und allgemein wollen wir von einer Radikalerweiterung dann sprechen. Also jetzt Radikalerweiterung ohne den Zusatz einfache. Ja gut, das hätte ich jetzt hier noch mit hinschreiben sollen eigentlich. Also wenn wir nur a dazu nehmen und a eben eine Entewurzel von einem Element ist, das in unserem Ausgangskörper drin ist, dann heißt k tangiert a einfache Radikalerweiterung und dann ist eine allgemeine oder eine Radikalerweiterung ohne diesen Zusatz einfach. Genau dann gegeben, wenn wir eine Kette von Körpererweiterungen haben. Also K ist gleich K0 ist in einem Körper K1 und so weiter. Km und das ist gleich L. Und jede dieser Körpererweiterungen, das ist hier so also eine aufsteigende Kette von Körpererweiterungen. Wir starten mit K und landen in L. Und jede dieser Erweiterungen ist eine einfache Körpererweiterung. Ich meine, ist eine einfache Radikalerweiterung. Dazu gucken wir uns auch noch ein Beispiel an. Wir hatten ja eben schon das Beispiel hier Q und wir hatten die Wurzel 2 daran adjungiert. Und dann können wir jetzt also Q nehmen als den Startkörper für so eine Kette. Also sagen wir starten hier mit Q und wir erweitern das zu Q adjungiert Wurzel 2, wie eben. Und ja, jetzt erweitern wir das Ganze nochmal, nämlich indem wir noch, also wir haben erstmal diesen hier Q Wurzel 2 und jetzt adjungieren wir zu Q adjungiert Wurzel 2 noch die dritte Wurzel von
1 plus Wurzel 2. Ja, also ist ja jetzt so, 1 plus Wurzel 2, das ist in diesem Körper hier drin, in Q adjungiert Wurzel 2. Und jetzt haben wir hier also noch zu diesem Körper Q adjungiert Wurzel 2 die dritte Wurzel von 1 plus Wurzel 2 dazu adjungiert. Und so haben wir jetzt hier also so eine aufsteigende Kette von Körpererweiterung.